Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine Drogerie-Haul-Review. Und zwar aus den Einkäufen vor den Monaten März und April. Und ich habe jetzt hier Sachen stehen. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch schon wieder von den Einkäufen relativ viel aussortiert. Dazu werdet ihr auch Mitte des Monats ein Video sehen. Und ich werde jetzt auch noch ein paar Produkte nennen später, die ich halt getestet habe, die ich aber weitergegeben habe schon, die ich also nicht mehr hier habe. Aber jetzt würde ich einfach sagen, starte ich direkt mit den Produkten und ich starte mit zwei Seifen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar finde ich eine davon gut und die andere finde ich tatsächlich nicht so gut. Und zwar habe ich hier einmal von Palmolive Handseife und Lotion mit Orchidee und Kokosnussmilch. Und die finde ich richtig gut. Die ist, wie ihr sehen könnt, auch leer. Die habt ihr auch im Aufgebrauchvideo gesehen. Die habe ich jetzt extra aufbewahrt. Und ich muss sagen, ich liebe die. Ich liebe den Duft. Ich finde die Pflege total schön. Der Duft bleibt auch etwas an den Händen. Also man riecht ihn nicht nur, während man sich einseift, sondern er bleibt auch ein bisschen. Und hier habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass meine Hände nicht trocken werden. Und ja, würde ich mir auf jeden Fall auch wieder so nachkaufen. Genauso wie auch die Wintervariante mit Shea und Kakao. Aber das hier ist für mich halt wirklich so ein Sommerduft. Finde ich wirklich gut. Ich brauche jetzt erst noch einige andere Seifen auf und dann würde ich die vielleicht gegebenenfalls wieder nachkaufen, wenn es keine neue Sorte davon gibt. Und dann habe ich mir von Balea die Cremeseife Kokos Ananas gekauft und die habe ich jetzt momentan in Verwendung und die mag ich leider nicht. Also der Duft ist sehr gewöhnungsbedürftig, es riecht nicht wirklich nach Kokos Ananas meiner Meinung nach. Ich bin sehr gespannt auf Shampoo und Duschgel, die habe ich nämlich bisher noch nicht getestet. Und ja, also es trocknet auch meine Hände sehr stark aus. Tatsächlich, normalerweise hatte ich bei Balea das Problem nie. Da fängt es jetzt aber bei den neueren Seifen wohl auch an. Ich hoffe, dass es nur bei dieser hier ist und bei den anderen nicht. Aber ja, also die würde ich nicht weiterempfehlen. Die macht meine Haut doch schon sehr trocken. Und ja, der Duft ist jetzt auch nicht so meins. Es riecht halt irgendwie nach billigem Spülmittel. Also es riecht für mich nicht schön und ja, ich werde sie natürlich aufbrauchen, weil Seifen gebe ich ja selten weiter, aber nachkaufen würde ich sie mir definitiv nicht. Ich habe gehört, dass diese Sternfrucht-Melone viel besser sein soll. Ja, die werde ich mir dann aber auch nicht kaufen, weil ich möchte ja eigentlich auf Nachverpacken umsteigen und nicht mehr diese harten Seifenspender kaufen. Dann kommen wir jetzt zur Haarpflege. Da habe ich auch ein paar Sachen hier. Und zwar habe ich zu einem Jahr gekauft von L'Oréal Paris El Vital Dream Length, hier super Aufbau Shampoo und Spülung. Und ihr seht, das ist schon gut verwendet und ich mag das wirklich gern. Also ich mag den Duft, ich mag die Pflegewirkung. Am Anfang dachte ich, weil das riecht wie dieses Garnier Schätze Ahornbalsam. Und dann hatte ich Angst, dass das halt von der Wirkung her gleich sein wird, weil das Ahornbalsam von Garnier Schätze fand ich ja nicht so gut. Mein Ansatz mochte das gar nicht, der ist schneller nachgefettet. Deswegen hatte ich hier so ein bisschen Angst. Ich muss aber sagen, diese Angst hat sich nicht bewahrheitet. Ich finde diese Serie richtig gut. Es macht die Haare richtig schön weich. Sie riechen wirklich sehr, sehr lange danach. Ich mag den Duft total gerne. Ich mag, wie meine Haare damit aussehen. Ich mag, wie sie liegen. Und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Schnuppert da mal dran. Der Duft ist wirklich sehr, sehr schön. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Würde ich mir auch nachkaufen. Wie ihr sehen könnt, ist aber noch mehr wie halb voll. Finde ich aber klasse und allgemein L'Oréal Paris El Vital mag ich ja sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier von Isana Shampoo Coconut Water mit Kokosduft und Mangosaft. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein gutes, solides Shampoo. Es reinigt die Haare auf jeden Fall. Es duftet sehr angenehm. Es riecht aber nicht im Haar. So, man riecht das Shampoo danach nicht im Haar. Ich würde es weiter empfehlen. Ich würde es mir nicht nachkaufen, einfach weil es für mich so ein klassisches reinigendes Shampoo ist. Also es reinigt einfach die Haare, es macht aber nichts Besonderes. Deswegen würde ich es mir halt nicht nachkaufen. Aber ich habe es da, ich werde es aufbrauchen. Ich finde es gut, aber halt eben nichts Besonderes. Dann habe ich ja von Garnier Fructis das pflegende Banana Hair Food mir gekauft. Und ja, ich habe mich da super drauf gefreut. Ich liebe ja Bananenduft und das gibt es halt relativ selten. Muss aber sagen, ich finde es tatsächlich nicht so gut. Es ist für trockenes Haar, es riecht so ein bisschen nach Bananenjoghurt, also nicht so intensiv nach Banane, wie ich es mir erwünscht hätte. Und ja, was ich halt auch sagen muss, ist, dass es nicht so pflegend ist, wie manch andere Produkte von Garnier Fructis. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich würde vielleicht mal die Papaya-Variante testen, einfach weil die mich vom Duft her auch anspricht. Aber Banane würde ich jetzt nicht weiterempfehlen. Ich finde, das macht nicht mehr wie eine einfache Haarkur von Balea. Deswegen
Ja, leider nichts für mich und ich würde es natürlich aufbrauchen, weil es halt auch mit 6 € echt teuer ist. Aber nachkaufen würde ich es definitiv nicht in der Bananenvariante. Dann habe ich mir ja von Isana die Haarkurintensivpflege gekauft mit Honig und Vanille. Da habe ich Shampoo und Spülung ja weitergegeben, die hatte ich ja schon etwas länger da. Und die Haarkur habe ich aber behalten, weil ich dachte, für einzelne Shampoos passt die eigentlich ganz gut. Es ist eine Haarkur, die schon die Haare weich macht, man kann nur gut durchkämmen. Natürlich ist sie nicht so reichhaltig, da hier auch keine Silikone drin sind, sind die Haare nicht so extrem geschmeidig. Aber für den Preis und für das, dass eben keine Silikone drin sind, finde ich die wirklich gut, auch vom Duft her. Und ja, ich würde sie mir nachkaufen, finde aber die Balea-Intensivpflegeserie besser, deswegen ja, würde ich glaube ich eher dazu greifen. Dann habe ich von Schauma mir das Beautyöl gekauft. Und zwar ist das für strapaziertes und trockenes Haar. Ja, es riecht sehr angenehm, es macht die Haare sehr weich, die Haare glänzen auch schön. Hier sind natürlich jede Menge Hier Silikonöle sind drin. nämlich An erster und an zweiter Stelle Silikonöle drin. In dem von Balea ist an erster Stelle Silikonöl, aber das ist doch das einzige Silikonöl, was drin ist. Hier sind halt eben zwei Silikonöle drin und das gleich an erster und zweiter Stelle. Ich finde es gut, weil ich es dann nur in die Spitzen reingebe. Also ich gebe das ja jetzt nicht direkt in den Ansatz. Ich gebe das wirklich nur in die Längen und in die Spitzen. Und das versiegelt halt einfach nochmal schön. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Nachkaufen würde ich es mir, glaube ich, eher nicht, weil ich da das von Balea einfach besser finde, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Das geht schon relativ schneller hier, das von Schauma. Ja, ich werde dieses Haar auf jeden Fall aufbrauchen. Nachkaufen würde ich es mir wahrscheinlich eher nicht, weil ich das von Balea Professional aus der All-Repair-Serie einfach besser finde. Aber es ist nicht schlecht und wenn es mal im Angebot ist, kann man sich das auch gut mal kaufen. Dann habe ich hier von Tracemoon das Haarparfum in der Variante My Coconut Island mir gekauft. Und hier muss ich sagen, ja, es ist vom Duft her super. Der Duft ist wirklich schön nach Kokos. Aber mein Problem ist einfach, dass ich ihn nicht lange rieche. Also ich sprühe das auf und 10 bis 20 Minuten später ist der Duft einfach komplett weg. Und das, obwohl ich halt nur in meinem Zimmer bin und nicht irgendwie draußen, wo vielleicht mal der Wind geht oder so. Ich weiß nicht, ob das immer so ist bei den Haarparfums oder nur bei der Kokosvariante. Ich werde auf jeden Fall, ich habe jetzt die Rosenvariante da, die hatte ich in einem Trash-Tausch-Paket, das werde ich auf jeden Fall testen. Aber von der Kokos bin ich nicht so begeistert. Ich werde es aber auf jeden Fall trotzdem verwenden und aufbrauchen, weil es halt auch wieder relativ teuer war. Und so für zu Hause reicht es mir auch, wenn ich mal 10-20 Minuten den Kokosduft habe. Aber ich finde es halt sehr schade, dass man es einfach nicht länger riecht. Dann habe ich mir auch Handcremes gekauft. Da habe ich jetzt von den dreien, die ich mir gekauft habe, zwei getestet. Und zwar zu einem von Kneipp die Sekundenhandcreme plus Nagelpflege mit Aprikosenmilch und Marulaöl. Da hatte ich ja letztes Jahr die mit Zitrone und Avocado und fand die gut, aber der Duft hat mich irgendwann gestört. Und hier muss ich sagen, es riecht richtig gut. Ich mag den Duft richtig gern. Die ist pflegend, aber nicht zu fettig. Für abends perfekt und richtig, richtig gut. Ich mag den Duft. Natürlich ist die etwas teurer, aber die ist auch wirklich pflegender wie manche andere Handcreme. Deswegen, ja, würde ich die auf jeden Fall auch wieder nachkaufen, weil ich auch den Duft sehr gern mag und sie halt sehr reichhaltig ist. Und dann habe ich momentan am Computer stehen die Kirschblüte-Handcreme. Und hier muss ich sagen, habe ich erst ein paar Mal getestet, aber vom Duft her ist sie angenehm, schön sanft und mild nach Kirschblüte. Sie bleibt schon etwas länger auf den Händen, nicht so lange wie die Granatapfelvariante, weil in der Granatapfelvariante war halt auch einfach Arganöl mit drin, wo halt länger auf der Haut blieb. Aber die zieht relativ schön ein, die pflegt sehr angenehm, die duftet sehr leicht, riecht auch immer noch. Ich habe mich jetzt ungefähr 20 Minuten eingecremt, riecht auch immer noch toll und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich von Balea den Rasierschaum Fruity Kiss gekauft mit roten Beeren und Granatapfel. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich kein Fan bin von, ja, Rasierschäumen. Ich mag einfach Gel lieber, ich finde die haften besser. Aber diesen Rasierschaum finde ich genial. Der duftet richtig, richtig gut. Und schon allein wegen dem kaufe ich ihn mir auf jeden Fall nach, wenn er leer ist. Es riecht richtig klasse, es riecht schön fruchtig. Der Schaum, muss ich sagen, hält auch relativ gut auf der Haut. Das hatte ich nicht so in Erinnerung von Balea. Finde ich klasse, ist halt limitiert. Gibt es aber, meine ich, momentan noch. Deswegen, ja, schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. So, dann kommen wir jetzt zu der größten Kategorie und zwar den Duschgelen. Und da habe ich jetzt ein paar Produkte, die ich erwähnen möchte, die ich weitergegeben habe. Und zwar zu einem von Tracemoon Sugared Grapefruit Sunrise das Duschgel
Und das Peeling habe ich beides weitergegeben, weil es für mich unter der Dusche einfach nach Chlor gerochen hat. Mochte ich gar nicht. Dann habe ich von Nivea Cremeölperlen in Kirschblüte weitergegeben. Ich habe mich da super drauf gefreut, aber es hat mich unter der Dusche echt enttäuscht. Ich fand es nicht schön vom Duft her, habe das auf Kleiderkreisel getauscht. Und jetzt mache ich eben mit den Duschsachen weiter, die ich noch hier habe. Und zwar von Palmolive die Body Butter Creme Dusche in Berry Delight. Und ich liebe die. Die riecht richtig schön fruchtig und cremig und ist sehr, sehr schön pflegend für die Haut. Finde ich richtig, richtig Was genial. mir jetzt schon leider das zweite Mal bei den Palmolive Gourmet Duschen passiert, ist, dass dieser Deckel hier oben nicht fest ist. Deswegen steht das auch momentan immer unter der Dusche. Ich mag das aber super gern. Wie gesagt, sehr fruchtig und sehr süß. Sehr cremig, reichhaltig, mag ich auf jeden Fall gerne. Dann habe ich von Les Petites Marseillaises einmal Süßmandelmilch, die Duschcreme gekauft. Finde ich gut. Hätte ich besser erwartet tatsächlich, weil es aus der Flasche einfach echt gut roch. Unter der Dusche riecht es relativ sanft, nicht so intensiv wie aus der Flasche. Finde ich schade. Ich werde es aber trotzdem aufbrauchen, einfach weil es doch relativ pflegend ist und es halt auch nicht günstig war. Und ja, finde ich aber so nicht schlecht. Hätte es aber besser erwartet. Genau, einmal das. Und dann von derselben Marke weißer Pfirsich und Nektarine. Das liebe ich. Es riecht richtig schön fruchtig und frisch und einfach total nach Sommer. Ich liebe das. Kaufe ich mir auf jeden Fall wieder nach. Ich finde das richtig, richtig gut und ist auch schon ungefähr zur Hälfte leer und das muss schon was heißen, weil ihr wisst, ich habe viel Duschgel da, wechsle mich eigentlich immer ab. Aber dieses hier finde ich wirklich gut und ja, schaut es euch auf jeden Fall mal an bei DM. Dann habe ich mir ja zwei von Original Source gekauft. Die zeige ich jetzt beide gleichzeitig und zwar einmal Orange und einmal Rhabarber und Himbeer. Ja, ist beides gut. Also es riecht beides angenehm. Man kann es verwenden. Ich würde es nicht nachkaufen. Es ist nicht mein Lieblingsduschgel geworden. Also beide nicht. Und nein, ist nichts für mich. Ich habe mir von dem Orange sehr, sehr viel mehr erhofft. Einfach was zitrisch-frisches. Es riecht auch zitrisch frisch, aber sehr, sehr leicht und dezent. Würde ich mir beide so nicht nachkaufen. Kann man mal testen, wenn man sie testen möchte. Muss man aber nicht unbedingt. Dann habe ich von Duschstars Ich fühle mich frisch. Duschschaum mit Mango- und Mandarinenduft. Hier muss ich sagen, super Duft. Richtig, richtig gut. Gefällt mir echt gut. Schön fruchtig, schön süß. Gefällt mir. Verwende ich aber eher weniger als Duschschaum, sondern mehr als Rasierschaum. Einfach weil ich momentan nicht so der Freund bin von Duschschaum, weil ich mich damit irgendwie mittlerweile nicht mehr so sauber fühle. Deswegen verwende ich die eben meistens als Rasierschaum und dafür finde ich die auch gut und der Duft ist auch wirklich angenehm, man nimmt ihn auch wahr. Finde ich wirklich gut. Würde ich mir so aber, glaube ich, als Rasierschaum nicht nachkaufen. Wenn ich mal wieder mehr Duschschäume verwende, dann ja, aber direkt jetzt zur Rasur würde ich es mir jetzt nicht nachkaufen. Dann habe ich hier einmal von Kneipp das Duschtonic mit Pink Grapefruit und Vetiver mir gekauft und das riecht richtig schön frisch, richtig sauber und zitrisch und so ein bisschen herb durch die Grapefruit. Ich mag das richtig, richtig gerne. Ich mag ja so zitrisch frische Düfte im Sommer sowieso total gern. Also damit kann man eigentlich bei mir nie was falsch machen und deswegen liebe ich das und auch von der Pflegewirkung her ist es wirklich gut. Es trocknet die Haut nicht aus und ja, mag ich wirklich gerne. Und dann habe ich hier noch die Aromapflegedusche Lebensfreude mit Lycea, Kubeba und Zitrone. Auch richtig gut. Die hatte ich ja schon mal in klein. Finde ich super. Riecht auch super schön zitrisch frisch. Wirklich wie so ein Zitronenbonbon. Also richtig schön frisch und gefällt mir auf jeden Fall auch. Auch hier wieder ist nicht austrocknend. Ist natürlich jetzt nicht so ergiebig, meiner Meinung nach. Aber mag ich trotzdem super gerne und wenn es im Angebot ist, kaufe ich mir das auf jeden Fall auch wieder nach. Dann habe ich mir ja gleichzeitig mit dem Grapefruit Peeling auch das Happy Melon Sorbet Körperpeeling gekauft und das finde ich wirklich gut. Also vom Duft her gefällt das mir richtig gut. Riecht nicht natürlich nach Honigmelone, es riecht schon relativ süß nach Honigmelone. Aber ich mag das richtig, richtig gern. Da habe ich auch das Duschgel von, das seht ihr dann in der nächsten Drogerie Haul Review. Aber ich finde das richtig, richtig gut und brauche das auf jeden Fall auch So, auf. und dann kommen wir jetzt zu den Eigenmarken-Duschgel. Da habe ich vom Balea Himbeere und Lychee das Duschgel weitergegeben. Hat mir einfach unter der Dusche gar nicht gefallen. War mir viel zu süß, viel zu künstlich. Deswegen durfte das eben ja bei mir ausziehen. Dafür finde ich aber das Duschgel Sternfrucht Melone besser wie gedacht. Es riecht wirklich sehr
süß, sehr fruchtig, nicht zu übertrieben nach Melone. Ich mag ja Wassermelone eher nicht mehr so, aber das riecht wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde wirklich, dass man auch die Sternfrucht rausriecht. Also es riecht so ein bisschen frischer einfach. Es riecht einfach so ein bisschen frischer und so ein bisschen nach Wasser, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ich finde das echt angenehm und ja, werde das auf jeden Fall auch aufbrauchen. Dann auch ein Duschgel, was ich immer wieder nachkaufe, ist die After Sun Dusche von Balea. Riecht einfach nach Sommer, Sonne, Strand und Meer. Ich fühle mich danach wirklich richtig, richtig schön sauber. Meine Haut fühlt sich sauber an, aber nicht ausgetrocknet. Und ich liebe das. Duft ist genial. Riecht da auf jeden Fall mal dran. Und darf auf jeden Fall bei mir im Sommer in der Dusche nicht fehlen. Und dann habe ich hier einmal Dusche in Ölperlen mit Pfirsichduft mir gekauft. Ihr seht, das habe ich jetzt noch nicht benutzt. Das hatte ich aber schon mal komplett aufgebraucht. Mag ich wirklich gerne. Riecht super fruchtig nach Pfirsich. Und ja, kaufe ich mir auch immer nach, solange es das gibt. Ich denke, die werden vielleicht auch bald wieder hier die Sorte ändern. Aber solange es die Pfirsich-Variante gibt, würde ich die mir auf jeden Fall auch immer wieder nachkaufen. Und zwar zu einem die Pflegedusche Minze und Melone. Und ich hätte nicht gedacht, dass die mir so gut gefällt, aber die ist wirklich richtig gut. Also, die ist sehr, sehr frisch. Man riecht die Melone schon raus, aber nicht süß, sondern frisch. Und man riecht auch die Minze und es ist einfach echt angenehm. Ich finde, dass die Aveo-Duschen sich auch von der Konsistenz her etwas verändert haben, dass die angenehmer sind, dass die besser ausschäumen. Finde ich wirklich gut und das würde ich mir auch wieder nachkaufen, wenn ich es nochmal sehen sollte. Und einmal hier die Pflegedusche Viva La Vida. Das ist dann wieder mehr so ein fruchtigerer Duft, aber nicht zu fruchtig. Auch super angenehm, super schön, schäumt gut auf, riecht klasse, gefällt mir sehr gut und hätte ich niemals gedacht, weil ich war eigentlich kein großer Aveo-Duschfan, weil die eben bei mir nie aufgeschäumt haben, die haben nie gut gerochen. Mittlerweile finde ich die wirklich, wirklich gut und ja, kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Dann kommen wir jetzt zu den Bodylotions und da habe ich auch ein paar Sachen hier. Es ist nicht so viel und da gehe ich jetzt auch ganz schnell mal durch. Und zwar zu einem von BB Pfirsich und Joghurt Smoothie, die Bodylotion für alle Hauttypen. Finde ich richtig, richtig gut. Ich mag diesen schönen, cremigen Pfirsichduft. Ihr seht, ich bin total auf dem Pfirsichtrip momentan. Ich liebe das richtig und es ist jetzt nicht extrem reichhaltig, brauche ich aber für den Sommer ehrlich gesagt auch nicht. Aber finde ich wirklich richtig gut, Duft ist klasse, Preis-Leistungs-Verhältnis ist toll, würde ich auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Dann habe ich hier von Nivea einmal die Sensual Pflegelotion mit Orangenblüte und Avocadoöl mir gekauft. Finde ich richtig gut, ich mag allgemein diese Sensual Pflegelotions von Nivea sehr, sehr gerne. Ich hatte jetzt im Winter die mit Kakao. Butter und jetzt habe ich eben die Orangenblüte gekauft und ich liebe den Duft. Die Pflegewirkung ist wirklich richtig schön und es ist zwar mit Öl, aber es ist nicht so fettig und schmierig auf der Haut. Ich finde die richtig, richtig gut und würde die mir auch definitiv nachkaufen. Und dann habe ich hier von Trackamoon einmal Körpermilch Happy Melon Sorbet und Sugar Grapefruit Sunrise. Hier muss ich sagen, Happy Melon Sorbet, wie gesagt, liebe ich vom Duft her. Natürlich sind die Körpermilch nicht extrem reichhaltig, aber super, super angenehm von der Konsistenz her und ziehen schön ein. Man braucht wirklich nicht viel Produkt, finde ich klasse. Sugar Grapefruit Sunrise habe ich ja vorher erwähnt. Peeling und Duschcreme habe ich weitergegeben, weil es für mich nach Chlor gerochen hat. Bei der Körpermilch und bei der Handcreme habe ich das nicht, deswegen habe ich die auch behalten. Dann habe ich hier einmal von Aveo die Body Lotion Watermint and Lemon mir gekauft. Und die riecht sehr frisch. Sehr frisch, sehr zitrisch, nicht so extrem minzig. Ihr wisst ja, Minze ist nicht so meins vom Duft her, aber das liebe ich einfach. Ich finde das richtig, richtig gut und ja, kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. So, und dann kommen wir zu Balea. Hier muss ich einmal sagen, dass ich hier auch wieder die Himbeer-Litchi Body Lotion weitergegeben habe. Das gleiche wie beim Duschgel, war mir einfach zu süß, zu künstlich. Aber die Variante Rhabarber-Vanille habe ich behalten. Ich finde das richtig angenehm. Es riecht vanillig, es riecht cremig. Man riecht aber auch dieses leicht säuerliche vom Rhabarber raus. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, würde ich auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen. Ist halt einfach auch mal was anderes vom Duft her. Ich finde es richtig, richtig genial. Ich mag Rhabarber ja nicht essen, aber vom Duft her finde ich das einfach richtig schön. Und die gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Riecht für mich definitiv nach Sommer und würde ich auf jeden Fall auch, wie gesagt, nochmal nachkaufen, wenn ich sie leer habe und es gibt sie noch. Dann habe ich hier von Balea die Bodylotion Cool Kamel und die riecht für mich
wie die After-Sun-Dusche von Balea. Richtig genial, wie beim Duschgel gesagt, ich liebe den Duft. Die Bodylotion ist jetzt nicht extrem pflegend, ist aber halt auch eine Sommer-LE, also ist nicht reichhaltig, ist aber angenehm, zieht schön ein, macht die Haut geschmeidig, hinterlässt so ja einfach eine gesund aussehende Haut und finde ich wirklich genial. Liebe ich, würde ich mir auf jeden Fall nochmal Backup sichern auf nächstes Jahr. Und dann zu guter Letzt von Balea die Body Cream Exotische Vanille für trockene Haut. Und das ist wirklich eine Body Cream mit Vanilleduft, die auch wirklich nach Sommer riecht. Also ist ja oft so, dass Vanille warm riecht, nach Winter, nach eingekuschelt. Und das ist wirklich mal eine, die riecht wirklich nach Sommer. Die riecht einfach super exotisch und ich mag die echt gern. Von der Pflegewirkung, trockene Haut steht drauf, finde ich jetzt nicht. Für normale Haut okay, für trockene Haut würde ich was Reichhaltigeres empfehlen. Aber vom Duft her klasse und für zwischendurch wirklich super. Ist halt so ein großer Pot mit 500 ml, aber finde ich wirklich, wirklich gut. Und genau, das waren alle Produkte, die ich momentan noch da habe. Natürlich kann ich nicht immer alle Produkte in den Reviews zeigen. Das würde einfach viel zu viel werden. Aber ich schaue halt immer so, dass ich ja die Neuheiten, beziehungsweise die Produkte, die es halt zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Review drehe, noch gibt, dass ich die halt eben mit reinnehme und euch vorstelle und sage, wie ich sie finde. Aber ich muss wirklich, wirklich sagen, ja, im März und April habe ich nicht so viele Produkte gekauft, die mir nicht gefallen. Trotzdem sind immer mal wieder ein paar Produkte dabei, die ich eben weitergebe. Und dazu wird auch eben Mitte des Monats auch nochmal ein Video online kommen. Und zwar habe ich euch immer so ein bisschen abfotografiert, was ich weitergegeben habe. Und ich hoffe, dass ihr da auch Lust drauf habt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.